Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden wieder 10 Minuten zusammen farmen. Und zwar wurde ich gefragt, spezifisch gefragt, ob ich in eine Level 34er Map reingehen kann. Zu den Level 34er Maps muss ich als allererstes sagen, wir haben nur eine Level 34er große Stadtmission. Und da muss ich, weil ich selber natürlich in diesem Bereich, ich liebe Plankathon zum Farmen, ich farme immer noch gerne im Plankathon, weil ich einfach Plankathon so in- und auswendig kenne von diesen Missionen, wo ich was bekomme, wo ungefähr guter Loot ist, in welchem Levelbereich bekomme ich was, wo sollte ich hingehen, wenn ich was mache und so weiter und so fort. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt ganz gezielt Malachite brauche, würde ich in die Mission reingehen in Level 34er und ich kann jetzt als Beispiel, ich kann nur in Level 34er Mission, würde ich versuchen, wie gesagt, in Level 34er Mission reinzugehen, wo auf jeden Fall Berge sind, wo ich in Höhlen gehen kann, wo ich gezielt mir meine 1, 2, 3 Malachite holen kann. Wenn ich sie habe, sobald ich meine 1, 2 Malachite in dieser Mission gekriegt habe, gehe ich auf dieser Mission instant wieder raus, gehe einfach in die Mission wieder rein. Geht schneller, als irgendwie noch ein bisschen weiter zu suchen, ob ich in der Hoffnung, dass ich noch einen Malachit finde. 2 Malachite bekommen, raus, das Ganze dauert vielleicht 3 Minuten. Dann habt ihr hier drin 2 Malachite gefunden. Das Ganze, wie gesagt, Level 40 in diesem ganzen Bereich ist es in dem Bereich überall das gleiche, 2-3 Minuten, dann habt ihr eure 2 Malachite, dann verlasst ihr die Map, macht das Ganze nochmal, kommt ihr so gesehen innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten auch auf die Mats von Malachiten hergesehen, die ihr braucht, um euch eine Malachitwaffe zu bauen. So habe ich es mehr oder weniger gemacht, wenn ich halt wirklich eine Waffe oder wenn ich Malachite brauche. Deswegen, ich weiß, dass wenn wir in einem 34er Bereich gehen, dass wir uns keine Malachitwaffe bauen können innerhalb von 10 Minuten und wir werden uns auch vielleicht gerade so, das muss ich auch betonen, vielleicht gerade so eine Silberwaffe bauen können, weil das, was wir in der Level 34er Mission kriegen an Silberloot bzw. an Kupferloot oder auch an Malachitloot nicht wirklich hoch ist. Wir kriegen alles andere erhöht und zwar in Massen erhöht, aber das werden wir gleich oder werdet ihr gleich selber sehen. Dann kann ich, wie gesagt, muss ich davon abraten, gerade in dem Level 34er Bereich, weil ich da natürlich viel gefarmt habe, in diese Stadtmission reinzugehen. Die Stadtmission ist cool, das ist die einzige Stadtmission, die wir haben. Manchmal haben wir dann einen bestimmten Sturm oder bestimmte Mission drüber, die auch Spaß macht. Das heißt, wenn man da eine Mission drüber hat, dass man sagt, nehmen wir mal das Beispiel, zerstöre die Lager, kann ganz oft da drüber sein. Dann noch mit dem Abschluss, dass man Malachit kriegt, dann macht man diese Mission runter bis zum geht nicht mehr und hat immer danach, wenn man die Mission abgeschlossen hat, beziehungsweise den Teil der Mission abgeschlossen hat, dass man den halt den Bonus rausgeholt hat, dann hat man immer noch 5 Minuten Zeit, um danach die Häuser abzuklappern. Aber das Beste, was eigentlich so mehr oder weniger in dem Level 34er Gebiet sind die Industriegebiete. Später würde ich natürlich wieder sagen, oder auch früher, mit Level 28 haben wir wieder die Möglichkeit, bei großen Städten farmen zu gehen. Da droppt auch das Bessere in großen Städten, aber gerade in den Level 34er Bereich werdet ihr den besseren Loot von Kisten etc. und alles, was wir looten würden innerhalb dieser kurzen Zeit in Industrie-Maps kriegen. Jetzt muss ich überlegen, welche ich von diesen drei nehmen würde. Da wir, wie gesagt, 3 Stück zur Auswahl hätten, wenn ich sie abschließen würde auch noch, dann würde ich hier einen Umwandlungsschlüssel kriegen, hier würde ich einen Regentropfen kriegen, hier Helden-EP, hier habe ich so gesehen am meisten Zeit, wir gehen in die Mission rein. Naja, eigentlich ist es egal, ob ich die Bombe abliefern gehe, ob ich dies, ich behaupte mal, dass, weil da ein kleiner epischer Miniboss ist, stehen da weniger Mobs rum, mehr Mobs rum, ich habe keine Ahnung, könnte man natürlich mal testen, wo im Durchschnitt auf der Map mehr Mobs rumstehen, da wo ein kleiner epischer Miniboss ist oder da wo es nicht ist. Ich werde in diese Mission reingehen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Mission. So, in der Mission nochmal ganz kurz überprüfen. Ich habe keine Materialien dabei, ich habe 2 Pfeilen dabei, die ich auch aufbewahren werde. Und den Rest natürlich an Pfeilen auch. Das heißt, wir können auf jeden Fall gleich sehen, was ich an Pfeilen bekommen werde und was ich natürlich an Waffen bzw. den Crap können wir mal wegwerfen, was ich auf jeden Fall an Waffen bekommen werde oder an Mini-Waffen bekommen werde. Industriemap, ja, ich würde sagen, lege ich direkt mal los. Ich mache das Ganze mit einem neuen Helden. Der Helden, das Ganze werde ich verlinken. Warum ich es mit diesem Helden mache, es hat 2 Gründe. Einerseits kann ich mehr Schaden machen, andererseits kriege ich die Pinata alleine kaputt, weil ich mehr Schaden machen kann. Und dementsprechend, ja, wenn ich an einer Pinata vorbeikomme, kann ich sie mitnehmen.
So, erstmal den ganzen Kram anmachen. Hier habe ich erstmal was zum Töten. Na, komm, noch einen Schritt näher. Ich will nicht irgendwas kaputt schießen. Ich will nicht irgendwas kaputt schießen. So, und außerdem können wir die mittlerweile auch noch looten. Okay, bin ich voll. Und ich sollte, ja, sollte nicht so viel schießen, aber das ist immer so eine Sache, wenn irgendwie ein Schweber auf einen zukommt. So, hier schnell alles looten, einmal umgucken, da oben ist mehr, auf jeden Fall. Hier sollte ich einmal durch die Wand gehen. Kann das wahrscheinlich dann von da aus nicht looten, okay. Dann gehen wir einmal hier durch die Wand. Dann muss ich halt einmal runterspringen und dann wieder hochspringen und... Ist ja kein Problem. Und das leuchtet hier vor und nicht dahinter, aber ist okay. Kannst ja einfach mal dahinter schon mal kaputt machen, falls nicht. Das ist auf dem Dach, da habe ich dazu gelernt, dass wenn man den Deck kaputt haut, dass dann doch nichts ist. Gehen wir erstmal hier runter und dann gehen wir hoch. Gut, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es Munition, aber wenigstens ist es keine Munition. Wir sind ein paar Fallen, alles mögliche. Eine epische Falle dabei gewesen. Wenn wir die klein machen, kriegen wir jetzt ein paar gute Materialien raus, anstatt nur Schrauben. Ziel noch nicht gefunden. Das war auf dem Dach, ne? Genau, auf dem Dach. Auf dem Dach war das. So, und jetzt sollten wir nochmal rüber zum anderen Haus, glaube ich. Ich fall hier heute noch runter. Ja, hier ist auch noch irgendwas Schönes, aber da will ich gar nicht rein. Da. Und irgendwo da hinten. Da unten. Wir gehen direkt straight nach unten. Nee, ich gehe nicht direkt straight nach unten. Ich habe einen neuen Helden. Den neuen Helden komme ich nämlich dauernd auf die Idee, immer wenn ich direkt straight nach unten gehe, auch alles unten gleich kaputt zu hauen, was worauf ich lande. So, das nehme mit. Nee, ich habe gesagt, das nehme ich mit. Lass uns nicht da liegen. Und das looten wir und dann kommt da irgendwas und will spielen und das looten wir auch noch schnell und das und dann laufen wir ein bisschen im Kreis mit ihm und hüpfen da oben hoch. So, bis er das kaputt gehauen hat, haben wir die Sachen auch noch gelootet. Verdammt. Dann müssen wir es so und laufen nochmal ein bisschen im Kreis mit dem. Hau ich dich halt mit meiner Spitzhacke. Mann, das dauert doch alles viel zu lange hier. Kommt da noch was? Kommt noch einer, ne? Egal. Ja, ist richtig. Ich haue genau das kaputt, was ich nicht... So, den da noch. Und irgendwo da war noch was zum Looten. Und den mitnehmen und weiter geht's. Das ist nämlich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich auch für dieses rote Ding, was ich gerade gelootet habe, nur noch einen Schlag brauche anstatt zwei Schläge. Ich will hier raus. Wie komme ich hier raus? So, hier raus und irgendwo weg. Gibt es hier keinen Weg? Dann gehen wir in die Richtung weg. Hauptsache weg. 4 Minuten unterwegs und nur Müll. Nur Müll bekommen. Na, platziere den Atlas auf dem ist Ziel, hier vielleicht wenn du was? Bist. Da ist wenigstens eine Kiste. Bonus-Herausforderung jetzt ja, verfügbar. Ist, oh. Ja, warum bist du nicht direkt durch die Wand gegangen, du Idiot? Du hättest dir doch denken können, dass du nicht die Tür aufmachst und die steht hinter der Tür so ganz easy lootbar. Vollpfosten. Echt. So, das noch schnell looten und auf jeden Fall den ganzen anderen Kram reingucken. Auf jeden Fall einmal reingucken. Kann es wieder haben, wenn es so Dreck ist. So. Gott. Hier sind ja viele Kisten. Kisten, hatte ich gesagt. Und wieder irgendwelche Böller gekriegt, ne? Oh mein Gott. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Böller, die man nicht kaputt oder die man halt nur wegwerfen kann und nichts sonst damit machen kann. Wenn es wenigstens einen Händler dafür geben würde, der die braucht oder irgendwie so. So, nochmal schnell hier reinlooten, da reinlooten. Jetzt gleich 6 Minuten unterwegs. Naja, noch nicht ganz.
paar Sekündchen habe ich noch. Boah, da hatten wieder was Schönes, Episches aufgeleuchtet. Wo ist es? Ich habe es genau gesehen, da oben ist es. Aber hier unten, das will ich noch mitnehmen. Ja, auch wenn es nur Munition ist, egal. Ich bin mit Munition randvoll. Randvoll. Ich müsste sie mal auch... Ich kann auch nichts mehr weglagern. Also wirklich randvoll. Das nervt. So, da oben war das. Ich muss da hoch. Ja, nee, ist richtig. Oh, cool. Den nehme ich mit. So, jetzt von da aus, da hoch. Und wo ist es? Da oben. Schön, eine Kiste im oberen Stockwerk. So. Nee, nee. Niemals, das machst du nicht. Du hast gelernt. Ich habe nämlich neuerdings diese, wie gesagt, ich mache um einiges mehr Damage mit dieser Tussi. Und ich komme gerne auf die es verleitet halt ganz gerne, dass wenn man runterfällt, so nach unten sich abbaut, dass man auch gleich das da drunter, was man kaputt... Nee, nicht was man kaputt hauen möchte, sondern das, was man looten möchte, gleich mit kaputt haut. Wenn man noch am Fallen ist und noch schön den letzten Schlag noch am Fallen macht, weil es irgendwie einen Schlag vorher kaputt gegangen ist. So, das looten wir alles noch hier, da habe ich gleich eine Pinata gerade gesehen. Die will ich haben. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Platz dafür. Die kommt dahin. Da wir ja so einen richtig schönen Schaden machen mit diesem Held, kriegen die halt ganz easy kaputt. Können uns kurz diese paar Sachen da rausnehmen, die wir auf jeden Fall haben wollen. Und vor allen Dingen das Tolle ist ja noch dazu, es ist eine geladene Diamantenpinata. So, dankeschön. Zack, 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 zack. Eine geladene Diamantenpinata, das heißt, wir kriegen unendlich Munition. Ich bin eh voll unendlich. So, ich brauche die Materialien nicht mehr. Nee, die Pinata will ich auch nicht haben. Und wir kriegen natürlich halt Malachit und so einen ganzen Scheiß raus, mehr oder weniger, den man braucht. Haben wir wenigstens die Pinata wenigstens was Gutes gekriegt. Lass mich hier raus, ich will hier raus. Geht alle weg von mir. Könnte natürlich auch die Pinatas suchen gehen. Das wäre natürlich auch eine Sache. Einfach nur die drei Pinatas, die es irgendwo hier random gibt, einfach nur suchen gehen in der Hoffnung. Aber das, ich glaube, das bringt es auch nicht. So, 2 Minuten noch. Hey, Hilfe. Da kommen sie! Ja, wenn sie jetzt kommen, dann habe ich keine Lust darauf. Ich dachte, du wärst so einer, den man einfach nur beschützen, wegbringen können. Ja, dann lauf doch! Was Beine in der Hand. Selber schuld. Wenn du jetzt so ein Typ gewesen wärst, den ich einfach nur anklicken hätte müsste. Oh, hier war ich schon mal, verdammt. Einfach nur anklicken müsste und du wärst dann. Hättest mir eine Kiste gegeben, dann hätte ich dir geholfen. Aber wenn ich jetzt erstmal kämpfen muss dafür, dann. Lauf mal ein bisschen im Kreis, Diggi. Jetzt kriegst du schon hin. Ja, machst es gut. Ja, machst es super. So, hier war was Blaues. Blau. Da. Will ich trotzdem noch haben und dann darüber und dann das Kistchen mitnehmen. Jetzt sind wir wieder irgendwo auf dem... Da war die Tür. Da ist die Tür. Und über... Oh, schön. Sowas mag ich. Hier ist ganz viel Industriekram mit ganz viel lootbaren, tollen Sachen. Da hinten und da oben. Ich muss gleich nochmal nach oben schnell. Flup. Und... gut. Nehmen wir schnell mit. Und in der Garage war auch noch was. Das habe ich noch gesehen. Das nehmen wir jetzt alles mit. Oh, hier leuchtet es aber auf. Warum war ich nicht gleich am Anfang schon? Nein, rutsch doch nicht da rein. Nein, Kai, nimm das mit hier. Wir brauchen die Schrauben, wir brauchen alles. Die Zeit läuft langsam aus. Komm, loot das noch. Brauchst so lange zum Looten. Was? Ist das dahinter oder wie? Ja, los. Scheiße. Egal, was an den Kisten. In den. Ah, das noch. Ja, nimm die Munition mit, auch wenn du randvoll bist. Die wirfst du eh auf den Boden, du doofe Kuh. So, irgendwas hat da oben noch geleuchtet und irgendwas hat auch noch hinten. Irgendwas hat auch noch hinter mir geleuchtet. Und mir geht die Zeit gerade wirklich aus. Eigentlich habe ich schon. Eigentlich dürfte ich das schon gar nicht mehr looten, ja, noch so gerade. Aber eigentlich dürfte ich jetzt nichts mehr looten. Aber wir machen es trotzdem nochmal. So. Wir schummeln und wir looten einfach noch die paar Sachen mit. So, jetzt sind wir fertig. Naja, war alles Munition, ne? Verdammt. Okay, gut. Nee, nicht runterfallen.
Jetzt sind wir auf jeden Fall fertig. 10 Minuten gefarmt in einer Level 34er Mission in einer Industrie-Map. Gerade diese Industrie, wie gesagt, ich hätte auch gleich zu diesem Rohbau eigentlich hinlaufen können, weil gerade so ein Rohbau, der hat wirklich viel zu looten. Da ist natürlich ganz viel Schrott, oder steht ganz viel Schrott rum. Da können natürlich auch überall in kleinen Garagen, beziehungsweise gerade bei der Industrie, können natürlich auch die Dings rumstehen. Hier, genau, wollte ich gerade sagen, diese kleinen roten Kästen, und davon natürlich auch nicht gerade wenig, sondern davon können natürlich ein paar mehr rumstehen. So, aber ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was ich bekommen oder was wir bekommen würden in so einer Mission, in so einer Industriemission, wenn wir die einfach nur 10 Minuten schnell abfahren würden. Ich würde sagen, wir machen als allererstes die ganzen Waffen und die ganzen Sachen, die wir so gekriegt haben, klein. Könnte man natürlich jetzt sagen, oh cool, Level 20, ich bin nur Level 19, oder wie gesagt, Sturm Level 19 etc. oder was auch immer, ihr habt wahrscheinlich selber bessere Waffen jetzt schon mit Sturm Level 19, beziehungsweise man könnte natürlich sagen, ich benutze sie, die Waffe, ich werde sie klein machen, weil ich natürlich da aus dieser Waffe, das muss man immer dazu sagen, das ist eine Level 3 Waffe, die ich bekommen habe, hole ich unter anderem wieder Malachit raus, aus dem anderen hole ich zwar nicht so wirklich den Hit raus, aber ich hole immerhin Materialien raus. So, machen wir das Ganze mal klein, und wir haben auch noch Waffen bekommen. Naja, auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich halt nicht klein machen kann, ein paar Sachen, die davon ganz lustig sind, ein paar Sachen, die davon nicht so lustig sind, zum Beispiel das Teil. So, nochmal ein Sprengpulver und ein paar andere Sachen oben drauf gekriegt. Was haben wir fallentechnisch? Zwei Fallen hatte ich gehabt, und zwar eine Dida und eine grüne, also diese beiden Fallen, oder diese beiden Fallen, welche auch immer, welche von den beiden das waren, hatte ich gehabt. Den Rest an Fallen haben wir oben drauf gekriegt. Man könnte jetzt sagen, wenn man eigene Fallen hat, ich mache alle Fallen platt. Dann holen wir natürlich, ich kann einmal gucken, was wir da an Materialien rausholen würden, wenn wir alle diese Fallen platt machen würden, die ich jetzt neu dazu bekommen habe. Das. Sagen wir, es war die, die ich hatte. Und die noch und die beiden noch. Das heißt, wir würden auf jeden Fall einiges an Materialien aus diesen natürlich... Ist nicht wirklich viel an Materialien, je nachdem, für was man es benutzt. Man könnte natürlich auch sagen, ich benutze die Fallen selber. Benutze die Fallen selber, mehr oder weniger. Ich muss immer ganz sagen, ich rangiere da aus, und zwar nicht nach den Fallen, was gut ist, sondern was sich lohnt zu platzieren, wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, beziehungsweise was möchte ich setzen? Möchte ich Bodenfallen setzen? Möchte ich Deckenfallen setzen? Möchte ich Wandfallen setzen? Am leichtesten oder am angenehmsten ist es, Bodenfallen zu setzen, also rangiere ich zum größten Teil alle Deckenfallen aus. Das heißt, diese Deckenfalle würde rausfliegen, die Bodenfalle würde rausfliegen, weil sie, so gesehen macht sie zwar Schaden, aber der vergleichbare Schaden im Gegensatz zu einer anderen, die daneben ist, ist der Schaden ja nicht wirklich groß. Das Einzige, was diese Bodenfalle macht, sie slowt halt die Gegner auf. Wenn ich jetzt natürlich eine Waffe habe, die irgendwie mehr Schaden an geslowten Gegnern macht, dann würde ich sowas natürlich aufbewahren, aber eigentlich für den reinen Damage her braucht man es nicht. Auf jeden Fall würde ich, wie gesagt, mir die Materialien da eher rausholen, selbst wenn es nur zwei Planken ist, bevor ich diese Falle setze. Das gleiche ist mit dem Bodenkatapult. Mit dem Bodenkatapult gibt es eine Möglichkeit, wie man bauen kann, anstatt dass man eine Pyramide baut, baut man eine Pyramide andersrum, baut das Ganze mit Bodenfallen oder mit diesem Bodenkatapult, und das Ganze zeige ich auch nochmal in Ruhe, damit man sich das angucken kann, weil da sind die Bodenkatapulte ziemlich lustig, ansonsten machen sie eigentlich keinen Sinn, sie aufzubewahren. Wandstacheln könnte man auch bewahren, ich werde mir allerdings die Mats rausholen, genauso wie das Patrouillenhammer werde ich kaputt machen. Ich werde also nichts von der Decke setzen, ich werde nichts von der Wand setzen. Das Einzige, was ich setzen werde, sind direkter Angriff vom Boden aus. Das heißt, ich werde dementsprechend alles klein machen, was von der, wie gesagt, was kein Damage ist oder was an den Wänden ist. Das heißt, was würde überbleiben? Es würden diese beiden Stachel überbleiben. Wenn ich natürlich noch einen weiteren Bodengriller hätte, dann würde der auch überbleiben. Ansonsten würde alles andere rausfallen. Weil für alles andere habe ich meine eigenen Fallen, die um einiges mehr Schaden machen als jegliche Fallen, die ich hier bekommen würde. Das heißt, ich hole auf jeden Fall nochmal Materialien raus. So, wollen wir uns mal angucken, was ich auf jeden Fall oder was man auf jeden Fall bekommen würde in so einer Runde. Wir haben auf jeden Fall 8 Silber zusammenbekommen, das heißt, wir können uns auf jeden Fall von der billigsten Silberwaffe eine Waffe bauen. Wir haben auch das rotierende Teil dazu bekommen. Wir kriegen das, darauf werde ich auch noch gleich einkommen oder darauf zurückkommen, was wir da kriegen werden. Muss ich erstmal das gleiche Match verlassen dafür.
Wir können auf jeden Fall uns auch eine legendäre Waffe bauen. Die Energiezelle dafür haben wir bekommen. Wir haben auch 38 von den einfachen Mechanikteilen. Das heißt, waffentechnisch haben wir erstmal alles zusammen. Auch wenn es keine legendäre sein soll, sondern nur eine epische sein soll, hätten wir auch so gesehen zwei Mechanikteile zusammenbekommen oder zwei rotierende Teile und haben auch genug Kohle zusammenbekommen, dass wir uns waffentechnisch etwas bauen können. Ich habe vermutet, dass es zum größten Teil oder dass es halt nur der Dämmerspringer wird, den wir uns nach diesem Run bauen können, weil wir nicht die Materialien für irgendetwas anderes noch genauso gekriegt haben. Das heißt, so wie ich davon ausgegangen bin, können wir uns nach 10 Minuten zwar nur den Dämmerspringer bauen, wir haben aber, wenn wir es nach den Silbersachen oder nach Silbersachen gehen, fehlt uns immer nur ein bisschen für irgendetwas anderes. Das heißt, wir haben zwar das alles an Silber zusammengekriegt, uns fehlt aber ein bisschen. Wir haben vielleicht nicht alles an Silber zusammengekriegt, wir haben aber alles andere. Das heißt, uns fehlt nur ein ganz bisschen Silber. Das ist so mehr oder weniger der Durchschnitt. Hier fehlen uns ein paar Steine für diesen 10-Minuten-Run. Wir werden nicht, also so gesehen, von den 11, die Sachen, die uns 11 Silber kosten, werden wir auf jeden Fall keine ganze Waffe zusammenkriegen. Die Sachen, die uns im Schnitt 8 Silber kosten, 8 Silber kriegt man ungefähr zusammen. Man muss immer dazu sagen, ich habe aus der Pinata, die ich geöffnet habe, habe ich ein Malachit und ein Silber bekommen. Das heißt, wenn ich Pinata nicht geöffnet hätte, wären wir so gesehen nur bei 7 Silber gewesen. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, einfach mal so eine kleine Mission zu sehen und dass man dann natürlich auch innerhalb von 10 Minuten mehr oder weniger sich eine Waffe zusammen farmen kann. In der Industriemap ist es natürlich ganz angenehm, weil wir natürlich in den Industriebereichen direkt irgendwo hingucken können, uns hochbauen können und sagen, ah, da ist ein Rohbau, ah, da ist dies, da drüben ist nämlich auch noch einer, den sehe ich jetzt gerade. Das heißt, wenn ich da drüben hinlaufen würde zu dem Rohbau, würde ich natürlich auch nochmal dementsprechend viel in dem Rohbau auf jedem Stockwerk finden. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, wahrscheinlich in einer Level 19er Mission. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.